Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Check. Ich bin's, euer Laser, und heute ein tolles Paket. Viele werden begeistert sein oder aufgeregt sein. Ich bin das auch. Es kam eben gerade und ich musste hier ein bisschen was abreißen, weil Adresse und so, ihr wisst, ne? Und zwar, wusstet ihr alle, ich habe ja den HPI. Ich blende das Video mal hier ein, das Unboxing. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr zu dem Unboxing. Da habe ich ja beim Auspacken, ist mir schon aufgefallen, da stimmt was nicht. Und im Nachhinein haben ja auch die Leute Kommentare geschrieben, wie hier zum Beispiel ein treuer Zuschauer von mir, der war Rock, der hat nämlich auch schon gemerkt, dass die Alu-Mitnehmer nicht dabei sind, sondern nur aus Plastik, und hat auch schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und da kamen noch richtig viele Kommentare, also das war echt abartig, und daraufhin wurde ich ein bisschen misstrauisch und dachte mir, ich überprüfe das. Und HPI hat ja hier das schöne Buch, wo man halt eben nachschlagen kann, was alles dabei ist, und hier sind ja dann immer so Typenbezeichnungen, Tüte A etc. und Tüte G und so, und dann hatte ich das überprüft und da ist mir schon aufgefallen, die Stoßdämpfer waren nicht dabei und diese Wasserbox war nicht dabei und diese Halteträger, womit die Karosserie gehalten wird, das kann ich euch hier zeigen, die war nur einer dabei, und die Plastik-Mitnehmer und nicht die Alu-Mitnehmer, und das hat mich so ein bisschen schon gewundert, wieso die nicht dabei waren, weil hier sieht man nämlich, das ist nämlich jetzt hier Tüte I. Ja, hier steht Tüte I, ne? Und das ist hier, sind diese beiden Haken, also diese beiden Karosseriebefestigungen, und hier die Alu-Mitnehmer. Und die waren auch nicht dabei. So, daraufhin haben viele Leute auf Facebook und auch bei YouTube geschrieben, wie ich reagieren sollte. Aber Leute, ihr müsst verstehen, das ist ein Unternehmen, was da ist. Und das kann immer mal passieren. Und bei 400 Paketen, sage ich jetzt mal, von so einem Auto, da ist immer ein, zwei dabei, die leider Pech haben. Ne? Ihr wisst auch, meine Ansmann-Autos, da waren auch manchmal Teile eventuell doppelt und falsch. Ne? Also sprich, von der falschen Achse mehrere Teile, zum Beispiel beim Ansmann Mugen hatten wir das, da fehlten mir die Teile. Oder beim Virus, da passten die Teile nicht richtig. Es ist immer irgendwie was. Ne? So, und da muss man cool bleiben und einfach mal nachhaken, was da los ist. Und ich habe mir die Sachen bei RC Modellbau Hob in Solingen geholt. Vielen Dank hier nochmal an das Team, an Hoppe, für diese schnelle Kooperation. Ihr echt tipptopp Leistung, kundenfreundlich, wirklich sehr kundenfreundlich, super schneller Versand. Also echt astrein, preisgünstig, und es sind alle Marken vorhanden. Also wirklich, die bieten von jeder Marke, bieten die alles an. Ich blende euch mal hier die Seite von denen ein. Und so einen netten Kontakt am Telefon hatte ich schon lange nicht mehr. Es wurde sofort reagiert, es wurde sofort analysiert, wo das Problem war und so alles. Und es wurde sofort ohne Probleme, wurden mir die Tüten zugeschickt. Und die packen wir jetzt aus, die fehlenden Tüten. Und die haben wir hier auch gut gesichert, gut gelagert, alles echt tipptopp. Auch schneller Versand, auch für die nachgelieferten Teile jetzt. Wirklich Blitzversand, ne? So. Wir haben hier die fehlenden Tüten, das sind wirklich die fehlenden Tüten, ich habe das schon überprüft. Hier haben wir einmal die Federn, die ich euch in den Unboxing zeigen wollte, die es bei der Flux-Version nämlich nicht gibt. Und zwar sind das diese eloxierten Alu-Stoßdämpfer, die fehlten leider bei mir, sind hier jetzt aber mit bei. Ich bin begeistert, dass das echt da ist jetzt. Dann haben wir hier einmal die I-Tüte, die fehlte nämlich auch, also es fehlte bei mir G, H und I. Und hier haben wir die Tüte I, und hier haben wir auch die Alu-Mitnehmer mit bei, wie der eine Kollege schon eben in den Kommentaren geschrieben hat. Und wir haben die beiden Halter plus den Lipo. Ja, das ist hier so ein Teil, damit man den Lipo-Akku oder NIM-Akku in das Fach packen kann. Das ist jetzt alles da. Klasse, auch die Stifte sind da. Und wir haben hier den G-Pack. Und das G-Pack ist halt eben diese Box, die man mir fehlte. Und wie gesagt, ihr könnt ja hier oben nochmal klicken, das Video, mein Unboxing. Da seht ihr, dass die Sachen leider nicht dabei sind. Ich habe es ja ausgepackt. Und jetzt habe ich sie. Ich bin happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil jetzt können wir endlich loslegen mit dem Unboxing. Wie gesagt, nochmal einen großen Dank an das Team Hope für diese schnelle, wirklich sehr schnelle Reaktion. Super schnellen und super netten Service, den ihr da anbietet. Und ich kann euch da echt nur weiterempfehlen. Wirklich klasse. Ich hatte ja, wie gesagt, damals auch das Problem mit dem Ansmann Mugen. Und da hat mir der Verkäufer gesagt, entweder nehmen wir das Auto zurück oder das war's.
Hier wurde mir sofort der Ersatz nachgeschickt, was richtig klasse ist, weil es ist immer ärgerlich. Ihr kennt das bestimmt auch. Ihr kriegt ein Auto, ihr packt aus, ihr überprüft die Teile und ihr merkt, es fehlt was. Ne? Dann kommen die Händler einfach nur mit dem Spruch, ihr müsst das Auto wieder zurückschicken und dann dauert das wochenlang, bis ihr endlich wieder euer neues Auto habt. Ne? Und hier wurde einfach korrekt die Sachen zugeschickt, die fehlten und happy. Ich bin wirklich happy. Damit ist das Auto nämlich jetzt komplett und wir können nämlich anfangen mit dem Tagebuch. So, das war es erstmal zu dem Thema. Wie gesagt, nochmal großen Herzen Dank an das Team Hope. Ich blende hier auch nochmal die Seite ein. Für die schnelle Kooperation. Jetzt kommen wir zu den anderen Dingen. Ich habe hier noch einen Kommentar, das blende ich mal gleich hier ein. Wieder von meinem Freund Warrock11. Und zwar hattest du irgendwas gesagt mit Zweipolmotor etc. Ich habe ja in den ersten, ich glaube in den letzten Video oder in dem vorletzten Video habe ich ja gesagt, ich habe eine ganz große Bitte an euch. Die geht richtig, also die geht wirklich an euch. Ihr seid da draußen jetzt wichtig. Und zwar ist das das Thema Brushless Motor Z, ne, worauf ich eure Hilfe brauche. Und Lipos und Ladegerät. Das sind nämlich die drei Sachen, die habe ich mir so schon ausgesucht, aber noch nicht bestellt. Damit will ich nämlich auch noch warten. Weil erstmal kommt das Auto und in der Zeit, wo ich das Auto zusammenbaue, werden die anderen Sachen bestellt. Aber da wollte ich euch nämlich fragen. Und zwar kommt ihr jetzt ins Spiel. Ihr seid echt wichtig jetzt. Und zwar habe ich hier einmal, ich blende das mal hier ein, den Leopard-Motor. Und zwar ist das der Leopard A60 4370 kV Brushless Motor. Das ist ein Set, das habe ich bei eBay gefunden. Das Set hier kommt aus Berlin, glaube ich, und nicht aus Hongkong. Man kann es aber auch aus Hongkong etc. für weniger Geld bezahlen, kriegen. Das Ding ist, irgendeiner schreibt, das ist ein Zweipolmotor. Ich verstehe das nicht ganz. Ihr müsst mich entschuldigen, ich habe in diesen Brushless-Themen noch nicht so viel Ahnung. Und jetzt kommt auch dieses Thema Forum. Ne? Warum hasse ich Forums? Ich habe mir fünf Forums angeguckt zum Thema Brushless-Motoren. In dem ersten Forum wurde darüber geredet, dass die KV das Wichtigste ist. Da dachte ich mir, oh, okay, nächstes Forum. In dem nächsten Forum kam der Spruch, dass diese 60A, diese 60 Ampere, dass das die wichtigste Rolle ist. Ne? Dann in dem nächsten Forum wurde besprochen, dass die Turns das Wichtigste ist. In dem anderen Forum wurde besprochen, dass Sensorkabel, also es gibt so anscheinend wohl Brushless-Motoren, die sensorgesteuert sind, dass das das Wichtigste ist. Und im anderen Forum wurde besprochen, dass wie viele Lipos man benutzen will, also 2S oder 3S und dass die Lipos die richtige Wahl sind und so. Und da dachte ich mir, ich habe fünf Forums besucht, reingeschnuppert und habe nichts gelernt, weil jedes Forum eine eigene Meinung hat. Ne? Und da dachte ich mir, ey, wie willst du da was lernen drüber? Ne? Da wärst du ja bekloppt im Kopf. So, und daher frage ich euch jetzt, was ist wichtig an so einem Lipo-Motor? Meine Voraussetzungen, die kommen jetzt, also sprich das, was ich machen möchte. Ich habe mir den Monster Truck geholt, weil es ein Monster Truck sein soll. Es sollte kein Short Cruise oder sonstiges. Es sollte ein Monster Truck sein, deswegen der HPI. Ne? Das hat einer nämlich gefragt und genau das ist der Grund. Es sollte ein Monster Truck sein. Das Ding ist einfach so, ich möchte mit dem Auto auf der Straße fetzen. Es soll richtig Speed geben. Ne? Männchen machen soll der Wagen gar nicht so oft. Aber wenn ich will, dass ich hinten so einen Reserveschub habe, wo ich durchdrücke und er geht hoch. Ne? Wäre nicht schlecht. So, zweites Ding ist einfach so. Ich möchte mit dem Ding über die Wiese brettern und vielleicht hügeliges Gebiet, also sprich unebenes Gebiet mit Hügeln und habt ihr nicht gesehen. Und er soll über die Straße fetzen. Das sind diese drei Voraussetzungen, die ich an das Auto habe und deswegen auch der Monster Truck. Und da ist jetzt das Ding, ich habe mir den Motor ausgesucht. Ich habe hier mal ein Bild, das blende ich mal ein. Leider ist das ein Video, das kann ich leider nicht abspielen. Ich packe das mal hier oben in die Ecke. Da könnt ihr aber jetzt draufklicken und dann werdet ihr weitergeleitet zu einem YouTube-Video. Und dieses YouTube-Video, da hat derjenige diesen Motor, den ich euch jetzt gerade gezeigt habe, in so einem ähnlichen Monster Truck drinne. Und der geht mit 2S voll ab. Also ich finde das richtig Hammer. Ne? Und ich habe mehrere Videos jetzt mit diesem Motortypen, also diesem Leopard 60A ESC 9T 4370 kV. Diese Beschreibung, wenn man die auf YouTube eingibt, dann findet ihr richtig viele Fahrvideos, wo die Leute nur mit 2S fahren. Mit 3S geht das Ding richtig ab. Und deswegen wollte ich mich für das Auto entscheiden. Oder für den Motor meine ich, sorry. Und jetzt seid ihr dran. Es ist so, ich möchte ein Brushless-Set haben unter 100 Euro. 100 Euro, alles was drüber geht, fällt durch. Ne? Es geht nicht. Es gehen auch nicht 10 oder 5 Euro mehr. Es hat einen bestimmten Grund, warum bis 100 Euro mehr nicht.
Ne? Libos und so alles habe ich mir schon durchgeguckt, da weiß ich Bescheid. Ladegerät habe ich auch schon Bescheid gewusst. Mir geht es jetzt nur um das Brushless-Set und zwar ist das Ding so, Leute, ich fange oder will ja anfangen mit diesem Brushless. Ne? Ich will mir das nur mal angucken. Ne? Und da möchte ich so wenig Geld wie möglich reinstecken. Das ist ja wohl verständlich. Ne? Weil wenn mir das überhaupt nicht liegt, dann habe ich hier ein Auto stehen und sagen wir mal ein Brushless-Set, was 200-300 Euro kostet da drin und dann gefällt mir das Ganze gar nicht. Versteht ihr? Und deswegen muss es günstig und gut sein, ne? Oder einigermaßen gut. Und es muss den Eindruck machen oder zeigen, dass es wirklich Spaß macht, versteht ihr? Und deswegen 100 Euro Grenze, mehr nicht, kein Pfennig mehr oder weniger. Weniger ist natürlich besser, aber nicht ein Pfennig mehr. Ja, und das ist so das Ding. Mich fragen auch immer neue Einsteiger, die mit einem Verbrenner anfangen wollen, fragen mich auch immer, was ich ihnen empfehlen würde. Und ich empfehle ihnen immer den Rex oder den Air Attack oder welche Namen Konrad ihnen alle schon gegeben hat. Aber ich empfehle ihnen immer dieses Auto, weil das Auto kostet 150 Euro. Da ist alles dabei. Ne? Alles, was man für einen Verbrenner braucht, ist damit bei. Man muss sich nur noch so ein Verbrenner-Starter-Kit dazu kaufen und dann kann man loslegen. Ne? Und das ist unter 200 Euro. Und genauso soll das auch mit diesem Brushless-Auto jetzt ablaufen. Ne? Das ist meine Bedingung. Motor. Wenn Leute den Motor kennen, wenn Leute den Motor hatten oder Leute hier Ahnung haben vom Brushless-Sets, ne, und Erfahrung gemacht haben, bitte schreibt mir. Ihr könnt auch auf YouTube jetzt unten unter das Video einen Link posten und könnt da das Produkt reinposten. Das ist richtig cool. Von den Dingen her hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ja, macht das mal. Das wäre echt super von euch. Ihr kriegt jeder einen Daumen nach oben von mir dafür. Und ja, ich würde sagen, mit den Teilen kann es jetzt bald losgehen. Die Vorbereitung für das erste Tagebuch wird bald beginnen. Einer wollte noch wissen, ob ich die Karosserie lackieren werde und das auch zeige. Natürlich, ich werde alles zeigen. Dann meinte noch eng einer, oder es kam mir so vor, als würde er denken, dass ich Ansmann schlecht rede oder so. Nein, so ist es nicht. Ne? Ich meinte nur so von der Art her, wie HPI das macht mit der Bezeichnung, ist es cool. Ne? Das war das Einzige. Die Ansmann-Autos sind immer noch wirklich meine Favoriten. Preis-Leistung absolut top. Ne? Also da gibt es gar nichts zu mucken. Gut, das war's jetzt, Leute. Wie gesagt, das ist mein Brushless-Motor, den ich mir gerne holen würde. Der kostet 60 Euro. Da ist eine Programmierkarte mit bei, da ist der Motor mit bei, da ist der Regler mit bei. Das macht auf mich einen sehr vernünftigen Eindruck. Und das Ding wurde schon von vielen YouTubern getestet. Auch von einem berühmten YouTuber getestet. Leider ist mein Englisch dann nicht so super, deswegen wusste ich nicht, was er genau gemeint hatte dazu. Aber das wäre meine Idee so, weil der Motor auch von der Größe her passen muss. Gut Leute, das war's erstmal zu dem Video. Ihr könnt mir ja gerne unten in die Kommentare oder per PN schreiben, was ihr für Tipps hättet oder vielleicht bessere Sets oder vielleicht habt ihr ja ein Brushless-Set von einer Marke etc. Das kostet wirklich nur ein Hunni und das ist tausendmal besser als der Motor oder, ich weiß es ja nicht. Könnt ihr mir alles gerne schreiben. Wie gesagt, in dem Gebiet bin ich neu. Und ich taste mich da jetzt nur langsam ran. Und ja, wir werden jetzt bald anfangen mit dem Auto. Ich bin's, Auralaser. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich muss noch mal kurz einen Nachtrag machen. Das hatte ich nämlich eben vergessen noch zu erwähnen. So, es fiel mir nämlich eben gerade erst nach dem Film auf. Ich habe für den HPI sehr viele Tuningsteile im Internet gefunden. Und ich glaube, ich werde das auch so machen, dass ich diesen HPI-Wagen voll auftunen werde. Ne? Nach und nach. Also, das Projekt wird Hammer. Ne? Also, das wird zusammengebaut, getestet, es kommen extra Kugellager noch rein, Tuningteile werden verbaut, Alu-Gehäuse werden verbaut, Differential-Alu-Gehäuse werden verbaut, da werden noch richtig coole Sachen kommen, das wollte ich noch mal hinten dranhängen, dass ich da noch ein bisschen was machen möchte später, nach und nach, also ich werde auf jeden Fall, Verbrenner werde ich bleiben, ne, Leute, ich werde es bleiben und das mit dem Flachbahner wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, den Flachbahner, das soll nur für den BMW sein. Und zwar entweder Verbrenner oder Lipo. Wenn mir das mit dem Lipo gut gefällt, werde ich einen Lipo-Flachbahner holen. Ansonsten wird es ein Verbrenner. Ich werde auch immer Verbrenner bleiben und ich mache auch jetzt nicht nur Lipo-Kram, sondern das hier ist hauptsächlich auch ein Verbrenner-Channel. Ich möchte nur dieses Brushless mal testen. Ne? Und eventuell meine Meinung nämlich ändern. Das war's eigentlich. So, jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche noch und wir sehen uns mal in diesem Video. Tschüss.